so groß ist wie er, wenn er sitzt. Ja, und die erklären ihn jetzt, ja, der böse Baron Carlo, Baron Pete, wie auch immer, hat sich in ihrem Haus niedergelassen. Und jetzt sollten sie sich einen neuen suchen, wo sie Leute erschrecken können. Ich weiß immer nicht, was Paluca bedeutet. Es klingt wie eine Beleidigung. Wahrscheinlich der große Idiot oder der Böse oder der Bösewicht. Und natürlich, nur weil er die armen Geister aus dem Haus vertrieben hat, ist er natürlich auch der Bösewicht, der den Zirkus kaputt gemacht hat. Aber es wäre ja nicht Mickey, unser großer Held, wenn er diesen bösen Wicht, diesen Carlos, nicht besiegen würde. Und jetzt bekommen wir das neue Outfit. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Peinlich. Ich dachte erst, boah, guckt euch an hier, mit Hut und Kanone und, oh mein Gott. Aber ich kann die ganze Zeit nur so springen. Hüpf, hüpf. Hüpf. Und ja. Ich bewege mich einfach diesmal so drüber, weil das letzte Mal war ich zu blöd dafür, aber hier hinter ist nämlich eine Tür. Diesmal weiß ich das. Weil, was brauchen wir definitiv? Brauche ich zumindest definitiv, das ist Leben. Ja, oh mein Gott, es gibt mir Leben. Aber ich meinte anderes Leben. Ich meinte so ein Herz. Perfekt. Alles, was man zum Leben braucht, ist dieses Herz. Eigentlich kann ich hier auch ganz anders hochkommen, aber ich bin zu blöd dafür, also mache ich das auf die Weise. Dafür kommt jetzt so ziemlich gleich die blödeste Szene im Spiel. Ich versuche das nämlich noch so und jetzt kommt nämlich das. Und da ich nicht immer kontrollieren kann, wann dieses Ding springt, auf den ich mich befinde, dieses hässliche, dämliche Rotzding, werde ich jetzt wahrscheinlich gefühlte 5000 Mal in dieses Loch fallen. Und ich muss natürlich jedes Mal von Anfang an losgehen. Es ist ziemlich offensichtlich, welches die bösen Dinger sind. Und hüpf und hüpf und hüpf und oh mein Gott. Ach, diesmal habe ich ein bisschen mehr Übung mit diesem Gerät. Nein! Oh, wie blöd ist das denn? Und, oh Gott, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Und ich bin wieder mal zu blöd, um diese blöde Schusstaste zu benutzen. Und jetzt auf, oh Gott, auf diese Spiegelbilder achten. Und wer ist das? Oh mein Gott, warum ist er in mein Spiegelbild? Böser Geist. Ich kann natürlich auch nicht nach oben schießen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? So, diesmal dürfte dieser Gegner ein bisschen leichter werden, weil diesmal kenne ich einen kleinen Trick. Ich habe bisher eine Fähigkeit von diesem Outfit noch gar nicht genutzt, denn sie kann man aufladen und dann macht er diesen coolen Sprung, dass die Geheimwaffe bei diesem Gegner ist. Zack, nämlich, auch wenn ihr es nicht gesehen habt und auch nicht sehen konntet, ich habe den Gegner gerade getroffen. Und das war natürlich wieder sehr genial von mir. Och man. Ich hoffe, ihr versteht langsam, warum ich dieses Outfit blöd finde. Aber so kann er weitermachen. Das ist toll. Weil du
in jeden einzelnen Treffer reinspringst und du nicht ständig in der gleichen Höhe schießt. Und ich... ich zu blöd bin, meinen Angriff zu benutzen. So geht es das doch hier. Aber ich bin natürlich auf der falschen Seite. Und, oh mein Gott, ich habe ihn besiegt, ich habe ihn besiegt, ich habe ihn besiegt. Und er sieht total böse aus. Ich werde euch jetzt fragen, oh mein Gott, was soll ich hier tun? Hilfe, Hilfe, ich steck fest, ich klettere hier hoch. Nein, das Licht, ich kann da dran den Raum drehen. Es ist cool, es ist seltsam, aber es bleibt cool. Ich drehe mir die Wirklichkeit zurecht und unendlich viele Geister. Und drehen und drehen und drehen und hopp. Ich weiß, es ist irgendwie seltsam und man mag sich jetzt fragen, hey du, das ist aber jetzt auch nicht so wie... Die haben ein Leben, das weiß ich, die mit... glaube ich zumindest. Ja, und was möchte man mir hier sagen? Wechsel doch das Outfit, heißt es hier doch ganz klar. Denn ich kann die Kerzen auspusten. Und direkt ins Feuer springen. Ich bin blöd. Einfach zu blöd für dieses Spiel. Okay, wie geht das? Ja, an Münzen sollte man sich in diesem Spiel nicht gewöhnen. Weil es gibt wirklich mega wenig Münzen. Echt. Also im ersten gab es ja auch schon nicht viele. Aber da ist wenigstens die Möglichkeit, hier mal eine Verbesserung zu kaufen. Es ist zum Mäusemeckern, dieses Outfit. Es ist sinnlos. Ich wechsle einfach. Und was mag wohl hier sein? Oh mein Gott, Geister, Geister, Hilfe! Und weg. Hey, Moment, was kann ich mir leisten? Ich hätte gern das. Dann nehme ich halt das. Es ist alles so teuer, ich weiß gar nicht, woher ich das Geld kriegen soll. Oh, die brauchen nur ein... Ach, Mann. Ja, diesmal kenne ich die Antwort des Problems. Ja, wenn ich mal nicht weiter weiß, zeichne ich doch einen Einheitskreis. So einfach ist das. Stimmt, ich weiß jetzt auch wieder, wer der Endgegner hier ist. Und er war toll. Weil er so einfach war. Immer wenn dieses Karo-Gesicht quasi die Augen aufmacht, kann er getroffen werden. Und ja, das ist es auch schon wieder. Wahrscheinlich hat er auch noch ganz fiese, ja, fiese Special-Moves drauf. Aber auf diese Weise, also ich meine einfach nur schießen, blub blub. Das Gefährlichste ist halt nur, wenn ich es nicht schnell genug bin, beschwört er diese Geister. Aber sonst... Oh Gott, das wird knapp, aber es ist noch schaffbar. Und ja! Hä? So soll das gehen. Und jetzt kommt geniale Physik. Wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Wir wissen es nicht, aber wir fallen in die Tiefe, into the darkness und das Spukhaus. Clear. Und ja, es ist klasse, wie das diesmal funktioniert. Es ist alles einfach, es ist schaffbar. Es